Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Zomboid mit dem lieben Knolle spielt. Hallo. Und dem lieben Astreiter. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zusammen. Und wir haben uns gefunden in der letzten Folge. Genau. Ja. Super, ich freue mich richtig. Und wir haben ein ganzes. Und ich bettel gleich um Essen und Trinken, weil ich habe Hunger und Durst. Achso, ja. Sekunde, kann ich dir geben. Was habe ich denn? Ich suche mal nach Nahrung. Ich habe auch kein Behältnis bis jetzt gefunden gehabt. Ich kann dir. Oh, warte mal. Eine Wasserflasche habe ich dir hingelegt hier. Zu essen habe ich doch nichts dabei, aber hier habe ich eine Wasserflasche hingelegt. Okay, das ist ja schon mal was. Ja, Essen hält man bestimmt länger aus wie, ne? Ja, wenn man Hunger hat, dann ist ja nur die Stärke und Heilung reduziert. Hallo? Steht da auch mehr. Das nicht nehmen? Doch, jetzt geht's. Und dann okay, ja, muss ich trinken. Wo ist die Wasserflasche? Dann würde ich sagen, auf zum Holzfäller. Ist die leer oder so? Kann das sein? Nee. Muss ich dir das ausrüsten? Wasserflasche habe ich noch. Du musst Rechtsklick machen. Dann kannst Warte mal, er hat das schon alles automatisch wohl gemacht, sehe ich gerade. Du hast es weg. Genau. Ja, der macht das beim Trinken, macht er ja automatisch. Ja. Dann ist die jetzt vielleicht tatsächlich leer, weil er das dann alles ausgetrunken hat. Ja, wartet mal. Macht es denn Sinn, jetzt zum Holzfällerlager zurückzugehen oder sollen wir erstmal in Richtung Stadt gehen? Wir sollten in Richtung Stadt gehen. Wir brauchen was. Was ist denn eine passende Waffe? Sag mal, eine Bratpfanne ist bestimmt gut. Die habe ich nämlich gefunden. Ja, eine Bratpfanne ist immer gut. Wo ist sie da? Primär ausrüsten, ne? Genau. So, mit einer Bratpfanne kann man Zombies machen. Wo hau ich mit? Welche Taste war das noch? Steuerung und dann linke Maustaste. Oh, jetzt werden wir alle nass. Das ist nicht so gut. Ist wieder voll schäbig für mich hier. Ich merke das schon. Okay, ja, ich hab ja, oder? Aber es macht keinen Sinn, in die Stadt zu gehen, ne? So weit sind die Häuser nicht, oder? Nein, es sind gleich Zombies da, keine Sorgen. Die Bandage ist verdreckt, obwohl es regnet. Mann. Häuser dauert ein bisschen länger, aber Zombies sind gleich um die Ecke. Ja, hier, die sind, da kommen schon die ersten. Ja, da sind schon welche, genau. Oh, jetzt ist mein Brett kaputt gegangen. Ja, ganz toll. Bei mir geht doch alles kaputt. Jetzt habe ich keine Waffe mehr oder was. Hier, brennt das Licht, brennt. Wo ist das Licht? Ich könnte schnell einen Baum fällen und ein Feuer machen. Und ein Brett draus machen. Ja, dann mach das doch. Das macht doch Sinn, oder? Ich dachte, da kommt ein Zombie an, aber es ist. Ich sehe keinen Zombie zurzeit. Wir müssen aufpassen, weil wir erkälten uns wahrscheinlich gleich. Ja. Ich habe nur Rot. Nur Rot rechts. Da unten sind gleich 4, 5 Zombies. 4 sind's, 4. So, warte, ich. Einen habe ich angelockt, einer kommt. Gut, dass ich die Säge mitgenommen habe. Oh, der zweite kommt auch noch nach. Zweier kommen. So. Fallen lassen. So, ich nehme mal nur eins. Ja, ich hab mal alle Bretter. Ich nehme den zweiten Zombie, wenn du den ersten schaffst, hast. Ich weiß es nicht, ich probier's mal aus, ne? Immer mal noch auf. Ja. Ich meine, eine Bratpfanne ist eigentlich. Ja, die Pfanne macht aber nicht so ultimative Sachen, denke ich mal. Also Rückstoß ist ganz gut. Aber sonst, glaube ich, ist es nicht so gut. Lauf mir nicht im Weg, sonst töte ich dich nachher. Ja, sehe ich gerade. Ey, da steht er wieder auf. Musst du auch töten. Wen? Ich kann nicht töten. So. Also das mit den Zombies metzeln klappt auf jeden Fall ganz gut, ne? Ja, ne? Wie der Arzt hier mit der Bratpfanne ausholt. Bam. Also Rückstoß ist ganz gut, aber sonst glaub nix. So. Hinter uns kommt noch einer. Antidepressiva, das ist doch gut. Hinter uns? Ja, ich hab schon. Hat ihn schon erwischt. Ja, kannst du noch ein zweites Brett vielleicht machen oder so? Oben liegen Bretter auf der Straße. Oben lagen noch Bretter. Eine Erkältung ist wahrscheinlich. Direkt, nee, das ist eine Hose von irgendeinem Zombie noch. Ah, da, ich sehe sie schon, ja. Ich nehme mir jetzt auch mal ein Brett. Ich sollte vielleicht die Axt nämlich fürs Holzfällen ein bisschen schonen, ne? So, und dann nehmen wir das Brett. So. Ich glaube, das ist effektiver. So, gehen wir wieder runter, oder? Ja. Ich kämpfe schon gegen Zombies.
Ist mein Brett kaputt gegangen? Das kann doch nicht sein. Knolle muss drauf treten, ich sehe schon. Geht aber auch drauf. Ich springe ein Brett. Noch ein Zombie-Knolle. Fallen lassen. Zack. Ich will aber noch Scherbe laden. Was kann man denn wegschmeißen? Hier, warte, ich gebe dir ein Brett. Vorsicht, Ast, da kommt noch ein zweiter Zombie. Oh, dann lege ich wieder weg. Das ist mir zu gefährlich. Ich komme schon einen schlecht klar. Was? Ein Brett. Wenn dann schon wie die Maus gespammt wird. Oh, jetzt ist das Brett auch noch kaputt gegangen. Du glaubst es doch nicht. Warte, ich lass hier nochmal eins fallen. Okay. Da liegt doch noch eins, oder? Ja, das ist auch kaputt. Ich sterb gleich. Ist auch kaputt, okay. Kritische Verletzung. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir sollten uns erstmal wieder zurückziehen, kann das sein? Also doch Richtung Holzfällerlager, dann müssten wir jetzt gleich hier irgendwo nach links oben abbiegen. Da steht noch ein Zombie, also ich bin jetzt nicht mehr der am besten kämpft. Ja. Ja, links komm, kommen noch zwei, hinten rum kommen noch welche, drei, ja, vier. Ja, dann lauf. Hinter euch. Laufen nicht. Hier, da ist der Weg, hier rein. Ja, genau den meine ich. Ich glaube, den bin ich noch runtergekommen. Am Anfang. Oh. Okay. Hier geht's Richtung Holzfällerlager. Ich verliere an Leben. Oh, oh. Müssen wir dich verbinden? Hier, der Ast ist doch Arzt. Ja, haben wir Dingens. Ich hab ein Badetuch, das kann ich schon mal erstmal zerreißen. Ich bin jetzt gleich tot. Komm her, wo bist du? Warum läufst du weg? Ich laufe weg. Du stehst da. Oh, shit. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Nichts Wichtiges dabei gehabt. Nichts Wichtiges dabei. Unten kommen noch Zombies nach übrigens. Pausenklaus, gehen wir hoch. Ich hab 32 Zombies getötet, das ist doch schon mal was. Ja, ich hab wenigstens eingesetzt. Komm, wir gehen weiter hoch. Knolle ist aufgestanden als Zombie. Ja, super. Ja, ich bin jetzt Der hier. Weiß, wo es ist, aber sei vorsichtig. So. Okay, wir laufen einfach weiter, Arzt, ne? Das, ja, denke ich, das bringt ja jetzt nichts. Nein, warte. Hier, runter. Wir sind schon wieder falsch. Da sind ganz viele Zombies auf der Straße. Die sollten wir vielleicht umlaufen. Ein Pullover war besser als eine Weste, ne? Einer kommt, zwei kommen. Naja. Alle kommen, glaube. H-Typ. Wenn du es schaffst, einfach vorbeilaufen. Ja, das ist kein Ding. Wieso aussieht... Hier sind wir nämlich am Holzfäller-Ding. Okay, da oben ist das Schild, genau. So, jetzt bin ich dran, ne? Wo bist du jetzt? Das ist die Frage, ne? Oh, das passt schon. Ja, jetzt ist die Frage, ob du uns findest. Ja, Welle zum Laden. Hab ich nichts. Was war ich denn? Wachmann? Ich trockne nämlich mal gerade mit dem Handtuch ab, weil das geht nämlich. Ich denke mal, dass es vielleicht besser ist. Veteran war ich, genau. Oh. Jetzt habe ich natürlich ein feuchtes Handtuch. Feuchtes Badehandtuch. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal ins Lager, oder? Ja, da ist es zumindest sicher. Da haben Knoll und ich auf jeden Fall ganz gut Zombies beseitigt. Ah, ich habe auch gerade gesehen, eine geringfügige Verletzung. Das heißt, ich muss gleich das Badehandtuch kaputt machen oder sowas. Ja, wir müssen hier unten lang. Das Gebäude haben Knoll und ich da oben schon leer geräumt. Wo war denn waren das ja mit fleißig. Dem Wasser und sowas? Irgendwo gab's doch den Wasserspender oder so, ne? Ja, genau, das ist unten in der Halle hier. Und dieser hier? Nee, noch ein Stückchen weiter. Hier liegen nämlich auch schon die toten Zombies. Ja. Hier richtig oder falsch? Nee, hier runter noch, weiter runter. Weiter runter. Ist er denn außer Atem? Gemäß die Anstrengung, okay. So, da kannst du reingehen, das ist unser Tor. Das ist unser Tor, okay. So, ich habe jetzt erstmal Tor 1, ne, da ist der Zonk hinter, oder wie das? Genau. Aber hier drinnen waren auch schon Zombies, oder was? Ja, der Knoller hat ja mit der Schrotflinte rumgespielt und dann kamen die, okay. Rumgespielt, ich habe Zombies getötet. Ah, hier ist die Küche. So, jetzt spawn ich wieder. Das ist die Endzeit. So, jetzt kann ich erstmal Dose mit Suppe essen, oder was? Also hier in dem Raum ist es auf jeden Fall sicher. Wir haben die ganzen Fenster nämlich mit Bettlaken verhangen. Okay, ich sehe das. Sicher. Sicher in Anführungsstrichen, ne? Ja. Wo ist denn jetzt die Dose mit Suppe da? So, oh.
Kann ich die eigentlich in der Mikrowelle warm machen? Weiß das einer? Dosenöffner, den nehme ich erstmal mit. Oh, Dosenöffner ist gut. Den brauchen wir nämlich. Ja, wahrscheinlich kann ich deswegen auch nicht an die Dose mit Suppe ran, ne? Eine Tasse, da kann man bestimmt Wasser reinmachen. Ja, sollte man machen können. Dose habe ich hier. Gut, erstmal alles mitnehmen. Und dann merken wir, dass man überladen ist. Ich weiß schon wieder, wie es ist. So sieht's aus. Ich kann wirklich nur das Fertiggericht essen und nicht die Dose. Die Dose sollst du ja auch nicht essen. Ja, den Inhalt der Dose dann halt, ne? Haarspray, damit kann man doch bestimmt Zombies einsprayen. Essen wird vermutlich ein Problem sein, ne? Das müsste man mal so auf Brett. Okay, ich habe hier eine Abstellkammer, die ist 1x1 groß. Jetzt sagt mir mal einer, warum kann ich jetzt... Ah, da, jetzt klappt das, glaube ich. Ja, okay, ich dachte schon gerade, kann nichts machen hier. Oh, da stand schon ein Zombie direkt bei mir an der Tür. Brett anbohren will ich gar nicht. Ich will jetzt, sag schon, das Bettlaken zerreißen. Wie geht das denn? Das Bettlaken zerreißen, Rechtsklick. Ja. Ja, habe ich gemacht. Da kommt leider kein Menü. Primär ausrüsten, sekundär ausrüsten. Das müsste man... Oder Badetuch kann ich doch eigentlich auch zerreißen. Oder sehe ich das falsch? Shit. Eigentlich müsste das... Ist das denn immer noch feucht? Ja. Muss das trocken sein? Ich glaube, das muss trocken sein, ja. Na, super. Ach. So, ich werde erstmal aus Instinkt nach oben rechts gehen. Und am besten auch so irgendwo eine Toilette oder sowas, wo man was trinken kann, ne, oder? Oder ist ein riesiges Haus. Oben? Hier bei mir. Also, wo bist du denn? Ich bin hier. Hier, gegenüber. Da ist eine Tür. Da ist die Toilette, okay. Na, da ist ein Wasserhahn drin zumindest. Okay. So, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich habe ein Feuerzeug und habe Holzstöcke und könnte daraus Feuer machen, aber... Also da sind schon wieder eingeschlagene Fenster. Oh. Etwas gelangweilt ist er schon. Super. Ist der 7.3. um 5.10 Uhr. Oh, da ist eine offene Tür. Das sieht gut aus. Eine offene Tür, nehme ich an. Vielleicht war ich hier schon mal oder jemand anders. Können wir doch nicht machen? Da kamen dann so Zombies aus dem Wald. Oh, wir waren hier schon mal, glaube ich. Hier ist das Carport. Oder hier war ich schon mal. Warte, wenn hier nichts drin ist, dann weiß ich, dass ich hier schon mal war. Wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, Knolle, dann pack auf jeden Fall ganz viel zu essen ein, weil uns geht nämlich das Essen aus. Ja. Ich hab Dosen mit Hundefutter, eine Suppe, einen Thunfisch. Und Dosenöffner hat's auch, ne? Hackfleischpatty, ja. Hammelkotelett, panierte Würstchen am Spieß. Hier ist auch ein Dosenöffner drin, sehe ich gerade, ne? Ja, am besten wäre irgendwas, was man nicht kochen muss, ne? Also in der Bratpfanne kannst du es auf jeden Fall machen. Ja, aber ich weiß momentan noch nicht, wie man ein Feuer macht. Ich war hier schon mal, doch. Ich glaube, diese Garagen, da kann ich mich dran erinnern. Okay. Ist ja gar nicht so verkehrt, dass man eben fast kochen mal schon mal war. Bist du denn irgendwie gerade safe? Ich? Ja. Würde ich sagen, nein, ich verfolge eine ganze Gruppe Zombies. So, hier ist ein... Ah, warte mal. Ich bin schon wieder bei dem Hotel. Das ist doch cool. Das heißt, ich bin ja gleich schon wieder da. Das ist super. Da ist die Straße. Wo ist denn hier grün? Ja, das ist doch praktisch. Da soll mir mal einer sagen, man soll nicht immer auf seinen Instinkt vertrauen, ne? Ja. Wo ist hier der nächste Rasen? Pausenklaus, weißt du, wo hier der nächste Rasen ist? Ja, du läufst in die richtige Richtung. Okay, dann... Ein bisschen weiter nach rechts. Ja, unten habe ich schon welchen gefunden. Kann man denn hier nicht jetzt was umgraben oder sowas? Hast du denn einen... Nee, einen Spaten habe ich nicht bei. Super, das bringt mir dann auch nichts. Fällt mir gerade so ein. Ich hätte mal einen Spaten wahrscheinlich. Ja, in dem Hotel ist Wifi. Sunstar Motel. Also doch Motel. So, wir können ja mal gucken. Ich meine, ich hätte hier irgendwo einen Spaten in der Kiste gesehen. Ach, in der Kiste, ne? Mit Zombies. So Brechstange, Bratpfanne. Und da ist das Dino-Schild, genau. Was liegt denn da? Ich würde jetzt total schnell reingehen, okay. Aber... Ich habe da irgendwie nicht so viel Holzkohle gute Erfahrung ist auch da. Gemacht. Holzkohle ist doch gut, oder? Können wir noch ein Feuer machen? Ja, ich habe keine Idee, wie man ein Feuer macht. Ich habe das jetzt gerade eben schon mal probiert, aber offensichtlich braucht man mehr als Holz und ein Feuerzeug. Okay. Also ich komme ja schon mal in die richtige Richtung, nur ich werde verfolgt. Und da ist die Kreuzung, wo ein toter Zombie drauf liegt. Ist doch schon gut.
Hier, ich habe einen Spaten gefunden. Okay, das ist super. Dann geh doch mal raus und guck doch mal, ob du da irgendwas umgraben kannst. Also es könnte sein, wenn ich gleich komme, kann ich schon mal Schrotflinten bereit machen. Du hast Leute hinter dir, oder was? Ja, hier sind ganz viele auf dem Weg. Oh, da habe ich gerade, glaube ich, was getroffen. So, ich probiere mal mein Glück. Also wie gesagt, wäre schon schön, wenn er ja eine Schrotflinte, dann würde das schon ein bisschen aufräumen. So, ich bin jetzt glaube ich schon auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich muss nicht nochmal abbiegen. Okay. Also doch einmal muss ich abbiegen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich was umgraben kannst, ne? Ja. Ich komme übrigens von unten links, damit du Bescheid wirst. Okay. Also den ersten am besten nicht abschießen, sondern eher die danach. Die Zeitung verbraucht sich dann, wenn man die gelesen hat, oder ist das so richtig? Ja. Ja. Okay. Ist doof. Können sie von mir aus verbrauchen, wenn jeder die gelesen hat? Na, ich glaube, ich habe sie gleich abgehängt, die Zombies. Okay. Also keine Schrotflinte mehr vonnöten? Wer weiß. Ah, ich habe den Zaun gefunden. Okay, ich bin gleich da. Wenn ich mich beeile, sehen die Zombies mich vielleicht nicht mehr. So, ich bin jetzt auf dem Gelände. Oh, hier okay. Steht einer auf dem Gelände. Zombie? Ja, der hat mich aber... Das hat die Musik gemacht. Aber der steht einfach weiter rum. Ich greife den einfach nicht an. Also keine Schrotflinte vonnöten? Würde ich jetzt sagen, nee. Steht zwar einer rum, aber der macht ja nichts. Ja, für einen brauchen wir auch keine Schrotflinte, ne? Ja. Nein. Er will ja nur spielen. So, wir sind über eine Viertelstunde wieder. Ja, ich glaube, wir sollten dann zusehen, dass wir, wenn Knolle safe ist, dann gerade Pause machen, oder? Safe ja. Bin ich. Oh, ich werde jetzt nass, also komme ich noch schnell. Komm noch rein. Ja, irgendwie habe ich immer noch eine Verletzung und irgendwie brauche ich ein Tuch oder sowas. Haben wir sowas noch irgendwo? Ist hier auch eine Kiste was drin, Klaus, bei dir? Boah, musst du generell da sind Badetücher drin, das ist doch cool. Ich habe gleich da. Sind überall Sachen. War das so ein riesiges Grundstück? Nee, das Badetuch kann man doch nicht zerreißen. Ich dachte, das könnte man zerreißen. So, schade. Warte mal, irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ich bin jetzt auf dem Gelände, aber... Ging's hier noch weiter? Ah, darum geht's weiter. Okay, ich bin also doch gleich da. Ich muss mich so ein bisschen beeilen. Eine Hose und dann gucke ich zu, dass ich die vielleicht zerreißen kann. Das müsste doch gehen, oder? Sehr hungrig. Verdammt, ich müsste mal was essen. Ja, ich komme jetzt hier mit dem Essen. Haben wir noch was im Kühlschrank hier, Ass? Ein bisschen. Ja, da müsste noch was drin sein. Aber hier vorne war irgendwo Fertiggerichte auch drin. Ich glaube, wo ich stehe, ist dies auch mit drin. Warte, ich gucke mal gerade. Wow! Bin ich eben hier Fertiggerichte gelesen? Ich bin da. Das Problem ist, da ist nichts mehr drin, was ich jetzt so essen wollen würde oder könnte. Im Kühlschrank. Ne, muss in der anderen Kiste sein. Hier sehe ich gerade nichts. Wo sind denn jetzt die Stofffetzen da? Die muss ich unbedingt jetzt erstmal verbinden. Hier ist doch so, ein Dosen, wunderbar. Ja, in irgendeiner Kiste ist auf jeden Fall auch ein Dingens drin. Ja, also genau, in der Kiste. Ist da nicht auch das Fertigessen drin? Nee. Warte mal dann. Aber hier ist ich sehe schon, ich habe das wahrscheinlich genommen. Haben wir... Hier bei mir lasse ich gerade was fallen. Ein Backofen oder ein Herd oder sowas. Jetzt habe ich aber... Ich habe hier eine... Knolle. Ich dachte schon, da kommt zu mir. Ich habe hier ein Hammelkotelettpfannengericht. Okay, ich nehme ein Fertiggericht. Du hast ja, zwei. Ich habe das andere genommen, genau. Ich habe jetzt eins genommen. Hast du eins? Ja. Ich nehme auch eins, oder? Das dann macht unglücklich und Langeweile. Das Fertiggericht, oder? Weil das nicht gekocht ist. So, okay, dann würde ich aber erstmal sagen, ne, oder? Ja. Gut, ach da so, gucken wir alle drei im Bildschirm. Genau. Ja, genau. ja. Jetzt bin ich aus dem Konzept, weil ich ganz dringend kurz
Sekunde, eine Sekunde was essen muss, so, bevor ich nämlich gleich an Hungersnot sterbe. Okay. Ja, das war's mit der achten Folge, nee, mit der neunten Folge, ne, Project Zombie. Ja, genau. Glaube, die mit der neunten Folge Project Zombie. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.